Zeit für einen Kaffee vielleicht. Für Stefan Kienler ist dieses Bedürfnis ganz, ganz wichtig. Eigentlich ist er nämlich Textilfachmann, wollte sich als Maßschneider selbstständig machen, aber dann kam eben der Kaffee dazwischen. Genauer gesagt das Kaffee-Fahrrad, ein umgebautes holländisches Lastenfahrrad mit komplett ausgestatteter Kaffeemaschine drauf, mit der er durch Karlsruhe fährt. Zuerst war er nur auf Privat- und Firmengelände anzutreffen. Für die öffentlichen Plätze hat er eine besondere Genehmigung gebraucht, aber die hat er jetzt. Und jetzt ist er also überall in der Stadt präsent, sehr zur Freude seiner Kunden. Die Bohne wird frisch gemahlen und jetzt kommen die schöne Crema raus. Wo Stefan Kienle auch auftaucht, sofort ist er umringt von Kundschaft. Manche kennen ihn schon und wer ihn nicht kennt, will ihn unbedingt kennenlernen. Heute kennengelernt, stehe ich hier zum zweiten Mal. Cappuccino gab es hier noch nie und Espresso eigentlich auch nicht. Und vor allen Dingen, er ist sehr, sehr lecker. Gut durchgedrückt wie in einer Espresso-Bar. Das Beste ist für seine Kunden gerade gut genug. Deshalb müssen sie auch immer ein wenig Zeit mitbringen. Das ist eine Handsiebdruckmaschine. Es geht alles ein bisschen langsamer. Aber durch die Langsamkeit werden die Öle besser gespalten, die Aromen können sich besser öffnen. Und der Kaffee flutscht nicht einfach so durch, fügt er noch hinzu, während er einer unentschlossenen Kundin sein Sortiment erklärt. Ein Kaffee Americano, das ist der schwarze Kaffee, ein Cappuccino, ein Milchkaffee, Latte Macchiato, Mochaccino, Espresso mit Schokolade, Chai Latte, ein indisches Getränk auf Milchschaum mit Schwarztee, Kurkuma, Zimt. Damit ist das Angebot aber noch lange nicht erschöpft. Unglaublich, was dieses Coffee-Bike, dieses Kaffeefahrrad alles aufgeladen hat. Aber klar, es wiegt ja auch immerhin 500 Kilo und die müssen bewegt sein, mit Muskelkraft. Jetzt habe ich mein Fitnessstudio dabei. Ich habe fast kein Gramm Fett an mir, ich kriege sogar Bauchmuskeln. Es ist schon so, dass manchmal ganz leichte Steigungen kommen, die kein Mensch sieht. Aber ich spüre sie. Für Stefan Kienler ist die mobile Kaffeekiste der absolute Traumjob, der allerdings gewisse Voraussetzungen verlangt. Wettertauglich muss man sein, man muss sportlich sein, mit Menschen sehr viel Spaß haben. Das Schönste ist, glaube ich, wenn man Menschen verbinden darf. Und wenn ich im Wohngebiet bin zum Beispiel, dann lernen sich Menschen kennen, die 10 Jahre nebeneinander wohnen. Und die haben sich bisher noch gar nicht gekannt. Und plötzlich treffen die sich regelmäßig bei mir. Damit der radelnde Muntermacher mit seinen Spezialitäten in Sachen Kaffee und Tee auftrumpfen kann, muss auch das Wetter stimmen. Denn wenn es regnet oder stark windet, wird die Sache schwierig. Dann geht das Mehl nicht in den Träger oder der Strahl geht nicht in den Becher oder der Becher fliegt weg. Das alles ist schon passiert. Deshalb ist er hauptsächlich bei trockener Witterung in Karlsruhe anzutreffen. Und zwar zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Plätzen. Nachmittags meistens auf dem Friedrichsplatz. So etwas habe ich noch nie gesehen. Also die Idee ist einfach klasse. Für einen normalen Kaffee nimmt der radelnde Kaffeespezialist 2,20 Euro. Für aufgeschäumte Getränke etwas mehr. Für Gesellschaften führt er auch Sekt und Orangen mit sich. Die werden dann vor Ort frisch gepresst. Egal, welche Anforderungen an Stefan Kienler gestellt werden, er erfüllt sie gerne. Und dafür gibt es einen einzigen Grund. Ein reines Glücksgefühl, zu sehen, dass es die Leute glücklich macht. Und mich auch. Irene Merkel über den Karlsruher Coffeebiker Stefan Kienler, der mit seinem Kaffeefahrrad in der Stadt unterwegs ist und Menschen mit Kaffee glücklich macht.